Wie bin ich hierher gekommen? Man hat dich bewusstlos auf einem Feld gefunden. Der Nebel ist weg, seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen? Sicher? Mhm. Roche hat es in einer geheimen Mission nach Kaedvyn und wieder zurückgeschafft. Was machst du hier? Ein Wegstecken? Sehr witzig. Mein Freund liegt in schrecklichem Zustand da nieder. Das könnte ich nicht tun. Schau dich um. Du bist in einem Hurenhaus. Dienstlich. Das zählt nicht. Cedric hatte recht. Die Kraft der Geisterschlacht regt das Gedächtnis an. Du bekamst Einblick in ein weiteres Kapitel der Saga Geralt von Riva? Ich erinnere mich jetzt, wer mir geholfen hat, die wilde Jagd einzuholen. Wer denn? Leto, Foltests Mörder. Ich hatte ihm das Leben gerettet und er verriet mir, wo ich die wilde Jagd finden würde. Ich weiß aber nicht, ob wir Yennefer retten konnten. Was ist hier passiert, während ich bewusstlos war? Eine ganze Menge. Du hast den Geisternebel vertrieben. Henselt hat vom Komplott erfahren und Detmold ist verrückt geworden. Was soll das heißen? Detmold ist verrückt geworden? Henselt hat ihn zur Schnecke gemacht, weil er ihm das Komplott verheimlicht hat. Und dann nochmal, weil er die Anführer nicht gefunden hat. Ehrgeizig wie Detmold ist, dürfte ihn das ziemlich aus der Fassung gebracht haben. Er hat jeden Verdächtigen verhaften lassen. Er verhört und foltert sie und knüpft sie auf. Seit 3 Tagen. Er tut immer das, was er am besten kann. Warum greift Henselt nicht an? Adel und Offizierskorps verlangten diverse Privilegien und Garantien, dass es keine Absprachen mit Nilfgaard gibt, dass sie Land im Pontertal erhalten. Und Henselt? Hat getobt und sie der Feigheit bezichtigt. Aber er braucht den Adel eben. 3 Tage ging es hin und her. Mit Versprechungen hat er dann genügend Soldaten rumgekriegt und ist gen Bergen gezogen. Die Schlacht müsste im Gange sein. Ist schon klar, wer hinter der Verschwörung steckt. Wer führt sie an? Rightfeld, Kirim von Kaingorn und Gunnar Blekenhofe sind verhaftet worden. Bisher ohne Resultat. Naja, ich selbst weiß natürlich, wo man den Anführer findet. Wie war das? Ich habe schon immer gesagt, dass Bordelle zu den besten Orten unter der Sonne gehören. Man kann nicht nur... Komm zur Sache, Rittersporn. Ich habe Lispelotte belauscht. Lass dich bloß nicht von ihrem Spitznamen täuschen. Sie hat eine wunderschöne... Zur Sache. Keine Ahnung, mit wem sie geredet hat. Ich konnte ihn nicht sehen. Aber er hat gesagt, heute kriegen wir Anweisungen in der Hütte auf den Klippen. Rittersporn, da ist noch etwas. Ja? Deine Pamphlete. Wenn Detmold davon Wind kriegt. Stimmt. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Nicht wir. Du. Und zwar schnell. Ich würde dich doch nicht verlassen, Geralt. Hier warten Abenteuer. Königreiche gehen unter. Stoff für Balladen. Himmelrittersporn, die Zeit für Späßchen ist um, kapierst du nicht? Wenn Detmold dich kriegt, verkriech dich irgendwo, weit vom Pontertal entfernt. Na gut. Na schön, aber nur für dich. Ich fahre nach Ochsenfurt und grüße unsere gemeinsamen Bekannten. Wenn das alles vorbei ist, finde ich dich. Zweifellos. Es ist ja immer noch etliches unklar. Wie geht's denn weiter, Geralt? Ich suche Sheela, den Königsmörder und mein Gedächtnis. Aber zuerst finde ich raus, wer hinter dem Komplott steckt. Ich habe da einen Verdacht. Meinst du Sheela? Rittersporn, geh jetzt. Bis zum nächsten Mal, alter Kumpel. Okay, da bin ich mal gespannt, was das, ja, wer da jetzt genau dahinter steckt. Der Geralt sagt, der hat eine Vermutung. Ich irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. Bin jetzt gerade am Überlegen, aber bis auf Sheela fällt mir da wirklich niemand ein. Ach so. Okay. Das Haus von diesem Magier, der seine Töchter da umgebracht hat, weil er mit der Schande nicht leben konnte, dass sie vergewaltigt wurden.
Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Geht's hier weiter? Das sah auf der Karte so aus, muss ich sagen. Oh, diese Karte, ne? Das sieht so ganz klar so aus, wenn man hier so durchgehen kann. Okay, da muss ich doch wieder hier lang. Rechts. Es liegt immer so, wenn es automatisch speichert, ne? Wir müssen diesen Magier beseitigen, koste es, was es wolle. Wenn das so einfach wäre, wäre er schon längst hin. Magier sterben nicht so leicht. Und du hast uns nichts mehr anzubieten. Madagast. Frosch? Du hast uns Geld versprochen vor 3 Jahren. Wenn wir dir bestimmte Informationen liefern und gegen Detmold und seine Parteigänger in allem aufbegehren. Daran hat sich nichts geändert. Ach so? Foltest und Demavent wurden hinterrücks gemeuchelt. Beim Einhorn hat's auch jemand versucht. Die Atmosphäre ist zum Schneiden. Und Detmold stark wie nie zuvor. Vor allem hast du uns nichts mehr anzubieten. Temeriens Schatzkammern sind dir verschlossen. Meine Herren, bedenkt, was passiert, wenn der König von unserer Zusammenarbeit erfährt. Lass die Drohungen, Rosch. Du sprichst mit Adligen, denk dran. Ich bin 3 Tage in Kedwins Städten und Dörfern unterwegs gewesen, habe alte Bekannte getroffen, die Stimmung sondiert, nach Neuigkeiten gefragt. Das Volk hasst Detmold und seine Spießgesellen. Sie warten nur darauf, dass ihm jemand den Hals umdreht. Da kommt wer! An die Waffen! Immer ruhig. Was macht denn der hier, verdammte Scheiße? Hat sich vielleicht gelangweilt. Das war nicht abgesprochen. Woher weiß er von diesem Treffen? Das wüsste ich auch gern. Geralt? Unwichtig. Ich habe meine Quellen. Sogar sehr wichtig. Wenn du es weißt, können es auch andere wissen. Ich habe einen der Herren hier belauscht, als er mit Lispelotte sprach. Wie kannst du es wagen? Ich habe Frau und Kinder. Egal jetzt. Rosch, wir kehren zur Truppe zurück und kämpfen für den König. Die Verschwörung ist gegessen. Gehen wir, meine Herren. Wie konnte ich nicht auf Rosch kommen, dass der dahinter steckt? Wie kommt es, dass du eine Verschwörung im Heerlager von Kedwin anführst? Lange Geschichte. Den Plan haben Foltest und ich vor 3 Jahren gefasst, nachdem Hänsel Sabrina verbrannt und Detmold zu seinem Berater gemacht hatte. Nach dem missglückten Feldzug war die Stimmung auf dem Nullpunkt beim Adel und den Soldaten. Ich bestach sie und brachte sie politisch auf Linie. Und sie spielten mir Informationen zu. Was wolltet ihr erreichen? Ein Bündnis mit den Schwarzen verhindern. Detmolds Einfluss auf Hänsel schmälern. Unruhe stiften. Du warst 3 Tage weg. Bist du schon im Lager gewesen? Weißt du, was da los ist? Diese Verräter da haben mir Bericht erstattet. Wer ist denn verhaftet worden? Rittersporn erwähnte Breitfeld, Kirim von Kaingorn und... Nicht gut. Kirim war von Anfang an dabei. Er kennt mich. Vielleicht haben die Folterknechte ihn noch nicht geknackt. Schnell ins Lager. Wir müssen Wes und die anderen warnen. Oh, wenn wir da nicht schon zu spät kommen. Wir müssen uns beeilen. Ja. Und auf. Befehl dürfen wir niemanden durchlassen. Hä? Falsch abgebogen. Huch.
Das sieht bis jetzt noch alles ruhig aus. Ich sehe aber auch niemanden. Shit. Okay, da stehen welche. Da bist du ja endlich. Shit. Haben die Vorteilknechte ihn doch geknackt? Wo sind die alle? Sie wurden zu einem Bankett eingeladen. Woher weißt du das? Da ist ein Bote von Detmold gekommen. Oh nein. Was für ein Bankett soll das sein? Eine Feier. Angeblich hat Detmold den Anführer irgendeiner Verschwörung gefunden. Dieser syphilitische Schwanz. Wo findet diese Feier statt? In der Lagerkantine. Aber die ist leer. Es sind alle nach Wagen ausgerückt. Schnell. Scheiße. Detmold. Auch wenn Roche manchmal ein Arsch ist, aber er hat immer seine Prinzipien, ne? Aber wir können uns eigentlich immer auf ihn verlassen. Ich bring sie um, diese Wichser. Sie sollen leiden, qualvoll sterben. Ich glaube, damit verspielen wir uns ein bisschen bei Hänselt. Aber was soll ich machen, gell? Ein Odo. Ist gerade nicht auch schon einer Odo? Oh, da hängt sogar einer. Da hängen mehrere. Guck mal, wie viele da hängen. Sehe ich ja jetzt erst. Ach du Scheiße. Alles abgebaut hier. Da hängen sie. Nein. Wes. Ich bringe diese Drecksäcke um. Jeden einzelnen von ihnen. Wes, bist du in Ordnung? Nein. Was ist passiert? Detmold hat uns alle zu einem Festmahl geladen. Sagte, der König wäre dankbar, dass wir bei der Aufdeckung der Verschwörung geholfen haben. Spanferkel, 2 Fässer Wein. Roche sei eben von einer Mission in Kettwin zurückgekehrt und werde vom König persönlich belohnt, sagte er. Schickte die Männer zur Kantine und mich zum Zelt des Königs. Aber Roche war nicht beim König. Detmold sprang herum wie irre und schrie, er wolle alle aufknüpfen zur Strafe für Flotsam und das Komplott. Wes, was haben sie dir angetan? Ich habe gebettelt und gefleht. Sie haben mich ausgelacht und dann laufen lassen. Eure Majestät, bitte, widerruf den Befehl. Das sind einfache Soldaten, die Befehle befolgen. Sie verdienen das nicht. Bitte, Herr, Gnade. Ehrenmänner haben etwas Besseres verdient. Ehre? Wo war denn da die Ehre als, Detmold! Lass uns allein! Eure Majestät. Was wissen denn Huren von Ehre? Du bist eine dumme Nutte. Und so behandle ich dich auch. Wenn du dich benimmst, wirst du vielleicht einen von deinen idiotischen Kameraden wiedersehen. Geht da bitte nicht hin. Roche, darauf wartet Detmold doch, dass du dich jetzt rächst. Soll nicht umsonst warten. Verstehst du nicht? Er hat deine Männer nur gehängt, um dich zu provozieren. Du warst nicht hier. Sie hatten eine Schlacht zu gewinnen und wussten nicht, wann du wiederkommst. Bitte, geht da nicht hin. Oh doch. In Ordnung.
Was? Und ob wir gehen. Ja. Wir machen jeden Catwinner kalt, der uns über den Weg läuft. Das ist selbst. Vor allem Hänsel. Draufgeschissen. In dem Zelt ist alles gestorben, was mir je wichtig war. Mein Land zerfällt, meine Freunde werden ermordet. Ich will Blut sehen. Was denkst du, ist wohl mit mir? Von Kopf bis Fuß stinke ich nach diesem Schwein, aber ich reiß mich zusammen. Sonst haben sie nämlich gewonnen. Bitte, stürz dich allein auf ihre Armee und lass Blut fließen, auch wenn's nur deins ist. Wes hat recht. Beruhig dich, Roche. Verdammt. Dieses Schwein. Was schlagt ihr vor? Wir gehen durch die Schluchten nach Wergen. Es gibt einen geheimen Zugang zur Stadt. Wir nutzen das Chaos der Schlacht und greifen uns Sheela und den Königsmörder. Und metzeln möglichst viele Catwinner bei der Gelegenheit. Wes? Schaffst du es? Wes geht nicht mit uns. Ich werde sie nicht mehr gefährden. Außerdem muss jemand zu Percival eilen und an einen geeigneten Ort segeln, damit wir hier wegkommen. An Bord schieben noch zwei Matrosen Wache. Wir warten an der Flussbiegung hinter dem Lager auf euch. Dieses Schwein tut immer so auf Ehre und dann sowas. Wir müssen den Weg durch die Schluchten nehmen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wes lügt. Wie bitte? Hm? Für Wes halte ich meinen Kopf hin? Ich glaube ihr nicht, dass sie Detmold entkommen ist. Was unterstellst du ihr? Nichts. Zuerst mache ich Hänselt kalt, dann Detmold. Oder umgekehrt. Was meinst du? Ich meine, du solltest endlich still sein und Augen und Ohren offen halten. Das Vergnügen kommt später. Er glaubt nicht. Er greift immer wieder an. Ja, hier steht nichts davon. Aber er glaubt nicht, dass sie Detmold entkommen ist. Was meint er denn damit? Dass sie Detmold entkommen ist. Dass er sie auch noch vergewaltigt hat, gefoltert hat, verzaubert hat? Naja, wollen wir mal sehen, aber erst einmal ein bisschen leveln. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, ich bereue es ein bisschen nicht hierauf weitergelevelt zu haben, gucke ich doch erstmal hier. Ja, Regeneration im Kampf ist halt auch echt gut, ne? Weil ich bin am überlegen, hier gibt es Energie plus 1, da brauche ich aber noch zwei Zwischenschritte. Dann mache ich hier vielleicht erstmal, dass die Regeneration sich schneller regeneriert. Gut, geh durch die Waldschluchten nach Wergen. Gibt's da zwei Wege? Was ist das hier? Angriff auf Wergen? Was ist das hier? Angriff auf Wergen. Okay, gehen wir erstmal zu dem, das am nächsten ist. Ich glaube nicht, dass die Detmold entkommen ist. Ich weiß nicht, was er damit genau meint. Falls ihr es wisst, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und falls es jetzt schon zu erkennen ist, zu wissen ist, kann sein, dass es erst später deutlich wird, was Geralt meint. Ist ja häufig mal so. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier hin. Da. Skoyatel. Da hätten wir uns auch aussuchen können, in welche Richtung. Naja, egal. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Gibt vielleicht auch einfach zwei Wege.
Was ist denn das für ein Vieh? Ein Troll. Vorsicht, mit einem Hieb kann er einer Kuh das Genick brechen. Ich bin keine Kuh. Richtig. Wer ihr? Was wollt? Nur auf der Durchreise. Wir sind nur auf der Durchreise. Hexermensch, du kommst mich töten. Nein. Aber nicht so einfach. Raus! Sonst Mann mein kommt und macht Hexerfetzen! Ist das der, den wir schon getötet haben? Nun beruhig dich, dummes Huhn. Wir wollen nur nach Wergen. Du geh, egal wo. Nur nicht hier. Hier Lager mein. Dauernd laufen Störenfriede. Wer stört denn dauernd? Menschen! Komm, Geralt, befreien wir sie von ihren Qualen. Nein. Nein, warte. Welche Menschen haben dich gestört? Bitte denk nach. Noch ein Hexermensch lief hier lang. Groß. Hast du mit ihm gesprochen? Ich ja, aber Hexermensch schlägt gleich. Ich schrei zu Mann mein, soll helfen. Hexermensch nimmt Schwert. Blut fließt. Mann mein liegt und blutet. Hexermensch geht nach Lokmuin, sagt. Ist hier sonst noch jemand vorbeigekommen? Hexe! Kommt aus Nebel und stinkt! Wie sah sie aus? Wie Menschweib! Wie genau? Kopf komisch! Breiter als Arsch! Schüler. Menschweib geht nach Wergen, sagt. Nur das! Er sagte, er geht nach Lokmuin? Ja, sagt. Hexermensch sagt, Zeit nicht reicht. Sonst schneidet Mann mein... Das sagtest du bereits. War nett mit dir zu reden. Siehst du, gar nicht schlimm, so ein Gespräch. Ich schlaf. Ihr geht. Süße Träume. Seht ihr Mann mein, ihr sagt, er mich nicht weckt. Sonst ich hau. Schlafen will. Ist dieser Mann mein, der den wir schon erledigt haben? Vor ein paar Parts. No, was ruckelt das denn jetzt so? Kommen wir den. Okay. Hier. So, wir müssen rechts, links lang, also gucken wir erstmal, was hier ist. Ach, das ist der Steinbruch. Oh, Harpien. Du stinkst vielleicht. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Bevor wir hier abhauen. Hey. Wir hier hochkommen? Nee, weil wir im Kampf sind. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Ja. Was ist das hier? Seltsam. Hier geht's noch weiter. Ist das jetzt ein Weg rüber? Zu einem anderen Punkt? Wirklich? Sieht so aus, ne? Ja, Tatsache. Okay. Hier geht's aber tatsächlich nicht mehr weiter. Okay. Was auch immer hier ist. Na gut. Gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Gucken wir nochmal, was hier geradeaus wird, aber auch nicht mehr viel sein, denke ich. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt nach Wergen.
Oh, einen Moment. So. Mein Kater hat gerade ein bisschen Mist gemacht. Wo kommen wir denn hier lang? Kommen wir hier lang? Warte mal. Ach, den Weg habe ich gar nicht gesehen vom Steinbruch aus. Ja, krass, ja, aber da wird hier nicht mehr viel sein. Oder? Wer weiß. Gucken mal. Ist hier das Nest von denen oder was? Oh, das ist der Mann wahrscheinlich. Gut, dass wir nochmal geguckt haben, ne? Oder ist das sogar der Weg? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ganz ruhig. Ihr gute Menschen, schlechte Menschen tot. Pass auf dich auf, Troll. Von Schlucht geht Weg, weib mein Dort. Ihr seht? Wir haben sie getroffen, ja. Sie noch heile? Es geht dir gut. Weck sie bloß nicht auf, sonst reißt sie dir den Kopf ab. Ach, so weib mein. Mich mag. Frische Leber zu essen gibt. Okay, nice. Haben wir ihn gerettet. Ist das hier der Weg? Nee. Oder? Doch. Doch klar, das war der Weg, ne? Ja, dann wären wir zu dem anderen gegangen. Wären wir andersrum gegangen. Beweg den Arsch, Hexer. Naja. Dann hätten wir den Trolle nicht retten können wahrscheinlich, okay. Ich verstehe. Dem war kaum Schaden, der eine da. Aber das richtige Schwert, das ich habe. Für den König! Mal sehen, was Igni so macht. Ist ja zu schwach, ne? Ah, gute Arbeit, Rosch. Na? Noch einer. Okay. Weiter geht's. Ist das hier richtig? Ja, hier geht's. Hier geht's lang? Nee. Hey! Hier, ne? War das? Ich glaube, das ist das hier mit gemeint. Kann das sein?
Ja, oh Gott, hier ist richtig nice. Wollen wir nochmal speichern? Offenbar wissen auch Detmolds Leute von dem geheimen Durchgang. Sieht so aus, ne? Der Hexer Geralt und Vernon Roche. Was für eine Begegnung. Geh aus dem Weg, Pangrat. Ja, ja. Aber, Roche. Dir muss doch klar sein, dass ich nicht zufällig hier bin. Das bist du nie irgendwo. Tauchst immer da auf, wo man dich am besten bezahlt. Du hast dich kein bisschen verändert, wie ich sehe. Hältst dich für etwas Besseres, weil du einen königlichen Arsch gewischt hast. Wie jämmerlich. Bringt sie um. Nee. Den eben. Ja, mit dem Schild ist halt kacke, ne? Okay, ne. Auf sie mit dem Roll! Wer? Ja, macht ihr mal. Keine Zeit zu verlieren. Ja, ja. Das haben wir nie. Oh. Hoffentlich kommen wir auch noch rechtzeitig, um Saskia zu retten. Oh, diesem Hänsel, diesem Arsch. Da muss ich hin. Da müsstest du den Durchgang geben, oder? Oder? Wird der wirft Bomben? Ist das dein Scheiß Ernst? Ah!
weiter geht's. Oha. Hallo. Jo, alles klar, ey. Oh fuck. Zerhackt sie! Okay, da sind wir. Detmold. Du sagtest, du hättest sie beseitigt. Ich hab sie unterschätzt. Du wirst für meine Männer bezahlen, du Hurensohn. Für jeden Einzelnen. Dann wiederhol diesen Fehler nicht. Enttäusch mich nicht nochmal. Kann man mal so machen. Der Detmold wird sterben, aber sowas von. Bei denen bin ich mir nur nicht so sicher. Die hauen doch schon ganz schön rein, ey. Achso, er rettet sich, okay. Das mit dieser sofortigen Tötung gefällt mir. Kann ich sie nicht treffen? Nice. Arrosch, machst du auch mal was? Der ist wieder vollgeheilt. Ach so. Ja, dann alles klar. Nee, komm, ist gut, Alter. Weißt du was? Nutzloser Idiot. Ja, ist so. Obwohl, was passiert jetzt? Warte mal. Kann das Spiel nicht speichern. Der haut jetzt ab. Okay. Ich dachte, wir töten ihn jetzt. Ich wollte nämlich gerade dann eine Schwalbe einnehmen. Aber naja. Also kannst du den gar nicht töten. Okay. Das bleibt mir gerade ein bisschen zu lange schwarz. Einfach toll.
Ich hatte vergessen, wie Hexer kämpfen können. Und nun? Du hast meine Leute umgebracht. Habe ich nicht. Ich war nicht mal dabei. Henselt hat deine Leute umbringen lassen. Und Detmold hat ihn dazu überredet. Ich werde nicht um Gnade betteln. Es ist ja klar, dass ihr mich töten wollt. Aber falls ihr mich laufen lasst, habt ihr mein Wort, dass ich hier verschwinde und euch nie wieder in die Quere komme. Ja. Gut, dein Wort gilt. Ich hoffe, es gilt. Ich hoffe, er meint ernst. Such dir deine Auftraggeber demnächst sorgfältiger aus. Vielleicht setze ich mich überhaupt zur Ruhe. In Dreiberg wartet meine Julia auf mich. Die ist in anderen Umständen. Schwester Leichtfuß kriegt ein Kind von dir? Glückwunsch, Pangrat. Bestell ihr einen Gruß. Danke, Hexer. Nimm das hier. Oh, nice. Ich glaube, der meint's ernst. Nicht mehr. Lebt wohl. Auf Wiedersehen in einem neuen Krieg. Was haben wir jetzt bekommen? Eine Sheila. Ja. Bewegt den Arsch, Hexer! Ja, ich will wissen, was wir bekommen haben. Was haben wir wohl bekommen? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn bekommen? Hallo? Ist ja blöd jetzt. Der wurde mir nicht angezeigt. Ich will das aber wissen. Ich glaube ja nicht, dass er uns das gegeben hat. Da haben wir mehrere von. Neues Schwert war das nicht. Das auch nicht. Das hier eventuell. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja, machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Allerdings erst im nächsten Part. Bis dann.